Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Neverwinter. Ich bin's wie immer, euer Patti, hier, an einem regnerischen Tag, würde ich sagen. Die Aufgaben hier wurden soweit, abgeschlossen. Ja, einer im Blick, muss man ganz kurz gucken. Ja, aber das haut alles hin. Sehr schön. Ganz kurz. Das müsste eigentlich noch alles hinhauen. Ja, okay. Gut. Machen wir weiter. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben. Immer noch. In den dunklen Höhlen. Ne, nicht in den dunklen Höhlen. In den Tiefen des Friedhofes. Ich muss mal ein bisschen leise machen. Ich werde gerade etwas taub. So. Wir können ja erstmal nochmal auf unser Pferd steigen. Und dann geht's wieder weiter. Ich merke schon, ich werde direkt wieder angegriffen. Armes Pferd. Ja, der kann aber euch gut treffen. Ja, das hat uns doch getroffen. So. Das wollen sie gar nicht mit uns spielen. So, Schriftrolle und Gold haben wir gekriegt. Was haben wir denn hier noch? Kräfte haben wir noch nicht weitergemacht. Das können wir nicht mehr. Dunkler Segen. Hand der Dürre? Nekromantische Projektile? Das haben wir ja schon. Obwohl ich den Skill mittlerweile echt gut finde. Ich bin nicht am Überlegen. Achso, wir wollten das erstmal noch so lassen, ne? Ja, wir lassen das erstmal so, weil ich wüsste jetzt noch nicht, welchen ich da nehmen könnte. Das will ich erstmal später entscheiden. Erstmal wieder aufs Pferd. Nö, gut. So. Dann müssen wir mal schauen. Einen Blick. Das noch ein bisschen zu erhöhen, damit ihr die auch versteht. Habe ich euch gesagt, dass ich ein Genie bin? Tja, ich glaube, ja. Nochmal ein ganz kleines Stück. Okay. Ah, ihr seid mit meinem Buch zurückgekehrt. Ach, in was für einem erbärmlichen Zustand es doch ist. Aber ich muss mich zusammenreißen. Schauen wir doch mal. Oh nein. Kein Wunder, dass ich Velindra und der Kult des Drachens bis aufs Messer bekämpfen. Azazel ist der Name eines blauen Drachen, der im Uhrwerkgrab eingeschlossen ist. Aha. Okay. Ja, wie dem auch sei. Mal ganz kurz kleiner machen. Genau. Der Ahne von Fräulein Monini war sowohl mächtiges Mitglied der Wasseruhrengilde als auch im Kult des Drachens aktiv und im Besitz eines Ringes der Drachenkontrolle. Daher ordnete er für seinen Tod an, den Drachen Azazel mit ihm zusammen zur Ruhe zu betten. Ihr müsst Azazel unbedingt ausschalten, bevor Velindra oder die Kultisten die Kontrolle über ihn erlangen. Hafnerin Windel weiß um die Geheimnisse der physischen Schlösser der Gruft, aber es befinden sich dort auch metaphysische Barrieren. Ich befürchte, ihr werdet die leidvolle Erfahrung einer Reise nach Shadowfell auf euch nehmen müssen, um auch dieses Hindernis überwinden zu können. Streut dieses Pulver in die ewige Flamme in der Handwerkersruhe, um ein Portal nach Shadowfell zu öffnen. Alles klar, mach mal. Was haben wir hier noch? Wir müssen die Geschehnisse in der Handwerkersruhe beenden. Während ihr in der Handwerkersruhe zugange wart, hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit unserem hellen Köpfchen Christopher Chattelbell.
Er hat meine Vermutung bestätigt, dass die Tayana versuchen werden, in die Krypta der Wasseruhrengilde zu gelangen. Irgendwas sagt mir, dass wir das verhindern sollten. Sicher in der Hoffnung, hinter das Geheimnis des Wasseruhrengrabs zu gelangen, treibt sich ein Haufen roter Magier mit ihren Gnollen in der Handwerkersruhe rum. Wenn ihr mir die Artefakte bringt, die sie inzwischen gesammelt haben dürften, kommen wir ihnen vielleicht zuvor. Okay, also wir sollen denen erstmal dann zuvorkommen. Gut. Wissen wir hier auch schon Bescheid. Gibt auch wieder einiges an Gold, was wir hier mitnehmen können. So, soweit ist hier alles geklärt. Die ganzen Quests erstmal mitgenommen. Gehen wir erstmal weiter, würde ich jetzt sagen. Da ist ja schön, wir sind ja schon eine ganz schöne Weile. Also hier gab es ja echt viele Folgequests, die hier mit drauf angeschlossen haben. Ich hoffe, die bringen uns jetzt nicht wieder zu Fall. Ah, hier pendelt der Pfad. Danke. Haben wir hier noch was? Hier. Ah, okay. Tor nicht gesehen. Aber jetzt gehen wir gleich mal rein und schauen mal, was uns dort erwartet. Schöne Ladebildschirm. Und schon kann's losgehen. Bin mal echt gespannt. Also es, zumindest sah es nicht groß aus, ne? Also es am Ende... sieht es noch größer aus. Ganze Unterweltstadt hier. So, was haben wir hier? Das Shadowfell. Das Shadowfell wurde von der Göttin der Nacht erschaffen und entspricht einem dunklen Spiegelbild von Torli und mehr als bösartigen Kreaturen und durchdringende nekromantische Energie kann in dieser öden Wildnis nicht gefunden werden. Göttlicherweise ist der Übergang in die Shadowfell nicht einfach und es bedarf oft eines komplexen Rituals. An einigen Orten ist der Schleier zwischen den Welten jedoch schwach genug, sodass ein einfacher Übertritt möglich ist. Gold nehmen wir mit. Ach nee, ist nur ein Schild. Na ja, haben wir noch jemanden? Oh. Na komm, das geht aber besser. Den haben wir beseitigt. Oh, Paddy greift hier mit jemandem an. Ach, er hat es schon geschafft. Sehr gut. Achso, wir müssen hier unten weiter. Ich dachte, die Tür öffnet sich jetzt. So Art ein geheimer Gang. Ah, schon eine düstere Welt. Okay, das haben wir hingekriegt. Hier ist das nächste Schild. Alles klar, ich glaube, ich muss das doch nochmal etwas leiser schalten. Okay, weiter geht's.
So, wir müssen aber jetzt hier nach unten, ne? Nee. Du greifst mich nicht an. Greift er immer noch ein paar D an? Und da ist das letzte Schild. Ich stehe hier ein bisschen fest. Oh je. Zack. Gleich geknallt ihr. So, Gold. Religionspaket. Und Neidrank. Lassen wir natürlich alles nicht hier liegen. Einmal hier hoch. Ja, ganz schönes Labyrinth, oder? Also ohne diesen Pfad hätte ich mich schon längst dreimal verlaufen. Oh je. Oh je. Einige Gegner. Es kommt aber aus allen Ecken hier. So, die Hexe haben wir jetzt auch beseitigt. Da liegt jetzt einiges rum. Ring der Heimtücke. Und Clay wieder raus hier auf dem Friedhof. Raus aus der Düsterwelt. So, wir hatten ja aber noch einen Quest gehabt. Und zwar... Moment. Da. Scheldebrücke, Artefakt der Wasserruh-Gilde. Hier, die hier. Machen wir den noch, bevor wir wieder zurückgehen. Aber das hat nicht geklappt. Ich muss hier kurz ins Questbuch einen Blick mal gucken, wo das nochmal war. Ich glaube, J war es. Genau. Kiste, Artefakt. Wo war es denn? Artefakt Wiedergewinnung? Artefakt, glaube ich, hier. Ah. Bringen uns da erstmal hin. Ah, da war's. Super. Sehr gut. Aber es scheint in derselben Richtung zu liegen. Kommst du, Paddy? Nö. Der macht die erstmal alleine alle fertig. Komm jetzt. Wir müssen weiter. Mensch.
über diese widerspenstigen Mitläufer hier. Also ernst anzufahren. So, hat mich wieder geheilt. Sehr schön. Hier scheint das zu sein. Ah, ein Tor ist voll. Ah, Mann. Länger wieder was sich verkauft. Tim. Was kann man dafür schnell wegschmeißen? Ach, was nehmen wir mal weg? Das hier. Entsorg. Da hätten wir das dafür auf. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Platz hier. Das. Ausgerüstet, da sind wir ja jetzt mit einem besseren, ne? Gegenstand Stufe 87, da können wir den ja auch wegwerfen. Erfordert eine andere Klasse, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Tja, da ist schnell mal die Kiste voll hier. Das, was wir jetzt haben, ist sowieso besser. Was ist das? Ah, können wir auch wegwerfen. Okay. Ein bisschen Platz haben wir ja jetzt erstmal. Kämpfen wir mal gegen die Wasserverteidiger oder die Wasserhüter, die Wasserhubwede. Sehr gut. Was haben wir hier Schönes? Ah, auch noch eins. 10 Stück schon. Schauen wir uns hier mal ein bisschen weiter um, oder? Los, komm, tanz mit mir. Los, los. Sehr schön. Auch der Bogenschütze ist jetzt weg. Da haben wir was, da haben wir was. Und da haben wir was. 15 von 20, also geht relativ schnell der Quest. Wieder was. Und da was. Das brauchen wir nicht. Und das auch nicht. Noch 2 Stück fehlen. Haben wir doch noch nee, das sind. Wir bleiben doch lieber hier. Ah, hier müssen doch jetzt auch noch bald welche kommen. Oder respawnen. Arkane-Paket. Nicht mal mit. So, und jetzt nochmal. Oh, genau die 2, die wir brauchen. Sehr schön. Jetzt ab zurück. Und da haben wir ja zum Glück jetzt erstmal beide Quests gleich abschließen können.
Bevor wir ewig hin und her rennen. Wäre ja albern dann. Obwohl ich immer noch nicht das Gefühl habe, dass das schon alles gewesen sein soll. Also könnte noch durchaus sein, dass es hier noch mehr Aufgaben für uns gibt. Ach, ihr seid so belastend. Los, komm, Paddy. So. Quest abgeben. Ausgezeichnet. Sobald wir uns um die physischen Siegel gekümmert haben, solltet ihr in der Lage sein, das Grab der Wasseruhrengilde zu betreten. Quest kann ich irgendwie noch nicht abschließen. Was? Ihr könnt diese Aktion nicht abschließen, solange ihr mehr als any Gegenstände in eurer Auffangtasche habt. Der Auffangtasche? Noch nicht. Wir müssen sie also erstmal aus der Auffangtasche rausholen. Stufe 29. Sehr gut. Nicht schlecht. Ich werde mich mit Chattlebell beraten und versuchen, den Sinn darin zu verstehen. Dann mach das mal. Chattlebell hat mich über den Drachen informiert. Ihr wisst sicher, wie schlimm es wäre, wenn der Drache freikäme oder noch schlimmer, unter Belindras Kontrolle fiele. Belindras Lakaien wissen nicht, was wir tun und versuchen mit geballter Kraft, das Grab zu stürmen. Dadurch habt ihr die Chance, dort zuerst hinzugelangen. Laut Chattlebell ist der Weg in das Grab der Wasseruhrengilde durch einen komplizierten Mechanismus versperrt. 6 physische Siegel müssen aktiviert werden, bevor ihr eintreten könnt. Zuerst müssen die Siegel im unteren Bereich der Handwerkersruhe aktiviert werden, danach die in den oberen Ebenen. Alles klar. Gibt wieder einiges an Erfahrung. Also, der Drache ist unser nächstes Ziel, aber das erst in der nächsten Folge. Ich freue mich wie immer, wenn ihr dann wieder mit einschaltet und sage bis dahin, euer Paddy und ciao.